Akt 3, die Stadt. Von Tondas tobenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt Abby, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. Wir werden sehen. Womöglich kann ich noch viel weiter gehen. Keine Rettung in Sicht. So sehr sich Abby hastet, zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Fröstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein. Dieser Erzähler. Freiheit ist ein hartes Brot, kleine Abby. Er redet alles bloß schlecht. Heraus aus dem Walde hat Abby an den Dorfesrand verschlagen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben. Doch die Welt hat viele Seiten und er hat nicht recht. Okay, was müssen wir jetzt hier machen? Bringt mir das irgendwas? Sieht irgendwie nicht so aus. Möglicherweise so. Nicht sonderlich respektvoll, aber wenn es funktioniert. Sieht so aus, als ob es funktioniert. Ist das Ganze hier für dich immer noch ein Abenteuer? Oder sehnst du dich nur noch nach einem warmen Feuer? Lass dich nicht beißen. Wieder rettet dich nicht gesunder Verstand, sondern meine gütige Erzählerhand. Ob der Hund böse wäre. Der will doch nur spielen. Wie kann ich's? Böse nehmen. Schließlich möchte er doch bloß den Stock sehen, wie er fallen wird und seine, keine Ahnung. Schaut man kurz auf diese dumme Hundetöle, fragt man sich, an wen sie ein erinnern möge. Jagdversessen einen morschen Zweig, als brächte er Glückseligkeit. Das ist doch keine doofe Hundetöle. Was sprichst du da? Du bist der Erzähler und keine komische Möhre. Wenn du mit Tieren spielen willst, hättest du auch im Zirkus bleiben können. Der Hund ist doch süß. Lass nun endlich das Stöckchen legen und den dummen Köter in Frieden. Es ist kein dummer Köter. Der Himmel wird doch sonst noch röter. Komm, hol das Stückchen, kleiner Hund. Du wirst es lieben. Und spielen mit dem Mund. Oh Mann, ich bin so schlecht. Ich sollte wirklich aufhören. Ein wirklich hübsches Städtchen hat unsere Abby da gefunden. Doch scheint alles verriegelt in den späten Abendstunden. Keine Türe steht der kleinen Abby offen. So muss sie weiter still auf fremde Hilfe hoffen. Hm.
Als ob ihr vor Hoffnung die Manieren entarten, stürmt sie kopfüber in den Bäckersgarten. Ach, Abby, so wird man dich nicht mit offenen Armen empfangen. Der Bäckerin ist ihr kaputter Zaun definitiv nicht entgangen. Kann man es ihr verübeln, eine kleine Unruhestifterin in dir zu sehen? Ich möchte ein Brot. Denn mir ist hungrig, wie nicht. Ich hab Hunger. Was bringt mir das genau? Schaut nur, wie sie es immer wieder versucht. Abby schert sich nicht mehr allzu sehr um die Frau, der sie den Rücken kehrt. Kann ich nicht über sie hinüberspringen? Ist das denn zu viel verlangt? Wo bleiben deine Sinne? Das Mühlrad hat erfolgreich sie erklommen. Doch wer heißt so ein Gör willkommen? Irgendjemand sicherlich. Und ganz bestimmt. Möglicher hier. Und da. Auch Tonda und seine Bande streifen durch die Nacht. Pass gut auf, kleine Abby. Gib auf dich acht. Am Waldesrand haben sie dich nicht erwischt. Der Regen hat inzwischen deine Spuren vermischt. Doch so schnell lassen sie nicht von dir ab. Für des Direktors Gold durchsuchen sie die ganze Stadt. Vorsicht, pass auf deine Fäden auf. Huch, hab ich gar nicht gesehen. Ach, Abby, gib doch acht. Wer soll das alles wieder aufräumen? Außerdem sind deine Fäden verheddert. Jetzt muss ich... Da hängt es noch. Also, wirklich. So, Abby stolperte über Balken und Bretter, fiel zu Boden und muss nun klettern. Boah, wie mies. Ich war doch schon oben. Kleines Schwein. Ich sah doch den Himmel schon. Mit Mühe gelingt es Abby, das Gerüst zu erklimmen. Vergnügtes Lachen hört man freudig klingen. Nur Abby möchte es keine Freude bringen. Schau, wie das Nest tobt, Abby. Jeder hat seinen Platz. Doch wo gehörst du hin? Gerade als Abby sich auf ihr Zirkustalent besinnt. Oh, sie nur knapp dem Allerschlimmsten entrinnt. Früher war sie es, die den Leuten viel Freude schenkte, wovor sich ihr Leben aufs Überleben beschränkte. Schönes Dorffest haben sie hier. Um was wird es wohl gehen? Gibt es auch Stier? Es fällt gar nicht auf. Das wird er nicht merken. Vielleicht ist er wohl im Kopf. Und kann nur doch wirken. Nun, als ausgestoßene Fremde am Festesrande, fristet sie ihr Dasein in Furcht vor der Räubersbande. Verlernt hat unsere Abby das Werfen nicht, doch steht sie diesmal nicht im Rampenlicht. Du willst doch wohl nicht das Ende der Geschichte verpassen.
Ihre kleinen Augen hat sie satt gesehen an dem, was in der Welt geschehen. Was golden schien, wurde schwarz. Süßes schmeckte bitter. Abbys schöne Welt ertrank in Kälte und Gewitter. Am Ende will sie nur noch rasten, sicher und allein, und sehnt sich ganz bestimmt zurück ins gute alte Heim. Den Banditen stolperte sie in die Arme, mochte nicht mehr laufen, so ergab sie sich fast wehrlos dem üblen groben Räubershaufen. Oh nee. Da wandern sie los, gen Zirkus mit weiten Schritten. Für die Belohnung lassen sie sich nicht zweimal bitten. Und wie Banditen sich nun mal die Zeit vertreiben, singen sie lieber, anstatt sich anzuschweigen. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Dem Zirkus, das Mädchen ausgebüht. Doch Abby wird gefangen, wir bringen sie zurück. Wenn wir erst beim Zirkus angekommen sind, sind wir reich, so viel Gold für ein kleines Kind. Nur für bare Münze tauschen wir dich ein. Und du wirst wieder eingeschlossen sein. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ob wir nun erwischt werden, ist uns egal. Sollen sie doch kommen, schmecken unseren Stahl. Das Mädchen wird wieder Kunststücke vollbringen, während wir hier draußen voller Inbrunst sind. Vom frühen Morgen bis ins Abendrot wandern wir Banditen, verbreiten Schreck und Not. Ausgelassen singend erreichen die Banditen ein Gemäuer, wollen des Nachts rasten am warmen Lagerfeuer. Morgen früh laufen wir das letzte Stück und bringen dich endlich zum Zirkus zurück, spottet Tonda in Richtung Käfig. Die letzte Nacht, die du noch in Freiheit genießt, lässt sich noch vernehmen, bevor das Tor endgültig schließt. Ach, Abby, lass doch das Zappeln und Hüpfen sein. Bringt das was? Inzwischen solltest du es besser wissen. Ich rede dir wohl nicht genug ins Gewissen. Ja, nee, irgendwie bringt's nichts. Das muss doch was damit zu tun haben, oder nicht? Manchmal ist das Spiel irgendwie komisch. Ich kann nichts anderes machen. Geht das jetzt so weiter, bis irgendwie was passiert? Oder hätte schon längst was passieren müssen? Einmal hat sie richtig stark dagegen geschlagen, aber irgendwie passiert jetzt nichts mehr.
Abby. Ah, ja, wow. Sagt mir das doch jemand. Hä? Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich check die Stellung gerade nicht. Das ist jetzt echt doof. Ich kann bloß hin und her oder springen. Was hast du nur wieder angestellt? Denkst du immer noch, du wärst ein Held? Gelernt hat unsere Abby nichts. Keine Ahnung, was ich anders gemacht habe. Obendrein. Weiß immer alles besser, so hat es den Schein. Nun, Abby hat ihr Schicksal offenbar selbst gewählt. Doch es ist das lang erwartete Ende, was wirklich zählt. Ich werde da schon wegkommen, keine Angst, Erzähler. Die wurde hier wieder abfackeln. Die Flammen verbreiten sich rasend schnell. Selbst die Ratten fürchten um ihr Fell. Ganz ohne. Am Ende kommt alles, wie es kommen muss. Schaut auf eure Heldin mit all ihren Flausen. Alles ist doch nicht mehr als eine plumpe Banausen. Zappel nur, Abby. Hey, was soll das? Lass los. Hör auf damit. Die Freiheit schenkt dem nichts, der Geschenke verschmäht und aus Eigensinn nur Stunk und Unruhe sät. Bedauerlich, mach dich nicht lächerlich. Es ist vorbei. Lass los. Ben, nimm dich! Der Zirkus war ihr Heim und umsorgt sie mit Speisen. Und dennoch brach sie aus böse. Zur gefahrvollen Reise. Halt still und mach dich nicht lächerlich. Letzte Chance. Du wirst es bereuen. Abby, lass sofort los! Nein! Unmöglich! Wir sind frei. Wir haben keine Fäden mehr. Was wird wohl jetzt passieren? Und wobei?